Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. Ja, willkommen zurück bei Kölner live. Und bei uns zu Gast ist ein Gast, den wir schon sehr lange nicht mehr hier im Studio gehabt haben. Umso mehr freue ich mich, dass er wieder mal da ist. Stefan Betzner, hallo. Guten Abend. Hi. Ich danke für schon lange nicht mehr, da gewesen. Politisch hat sich seitdem viel getan in dem Land, muss man sagen. Allerdings. Wir haben ein Ibiza-Video gehabt, wir haben eine Wahl gehabt, wir haben, eine FPÖ, die sich gegenseitig zerfleischt hat, gehabt. Und wir haben, um ganz aktuell zu starten, Philippa Strache, die hat heute verkündet, dass sie ihr Nationalratsmandat jetzt doch annehmen wird. War ja ein langes Hin und Her, wo man nicht so recht wusste, man tut sie es nicht. Deiner Meinung nach die richtige Entscheidung, dass sie das macht oder nicht? Auf alle Fälle die erwartete. Ihr habt das ja auch richtig geschrieben, dass das zu erwarten ist. Für die FPÖ ist es vor allem finanziell schmerzlich, weil es das 31. Mandat ist. Jetzt sind es nur mehr 30. Und daher das mit empfindlichen finanziellen Einbußen, was die Clubförderung betrifft, einhergeht. Aus Sicht der Philippa Strache war es zu erwarten. Sie wird aber wilde Abgeordnete sein und wahrscheinlich wird in der konstituierenden Clubsitzung auch ihr Ausschluss beschlossen werden. Die Frage ist, wie sie mit diesem wilden Mandat umgeht und was sie daraus macht, vor allem auch, was sie gemeinsam mit ihrem Mann Heinz-Christian Strache daraus macht. Da stellt sich immer die Frage, nach einer neuen Liste ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber man muss sagen, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen wäre. Mhm. Jetzt warst du ja selber auch im Parlament und im Nationalrat. Du weißt sozusagen, wie die Abläufe dort sind. Ist ja gerade, wenn man ein Neuer dort ist, ja, nicht unbedingt ganz einfach, bis man das einmal durchschaut hat. Wenn man dann nicht einmal einen Club hat, den man sozusagen ein bisschen als Background oder als Anker hat, wie schwierig ist denn das für Sie, da jetzt wirklich als Einzelkämpferin da reinzukommen? Sie hat zwar natürlich Anspruch auf Mitarbeiter, muss man auch sagen, aber trotzdem, bis man da mal drin ist, das dauert ja eine Zeit und dann bist du ganz allein, stelle ich mir natürlich schon schwierig aus. Ist schon auch mutig, dass sie das macht, oder? De facto ist es in der parlamentarischen Praxis so, das kenne ich selber aus der Vergangenheit von anderen Fällen, dass man politisch chancenlos ist, weil man ohne Clubzugehörigkeit einfach überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Sie kann Ausschüsse besuchen, sie kann Reden am Rednerpult abliefern, sie wird irgendwo einen Sonderplatz in der letzten Reihe bekommen und das war es dann aber auch, weil Clubzugehörigkeit natürlich für die Gestaltung seines politischen Mandates sehr, sehr wichtig ist. Insofern hast du recht, da gehört einiges an Mut dazu, das Mandat anzunehmen und stellt sich eben auch die Frage, was wird sie daraus machen, wenn er oft an Jörg Haider erinnert wird, mit einer eigenen Liste Strache, darf man eines nicht vergessen, Haider war damals Landeshauptmann, also hatte eine komplette Landeshauptmann-Partei hinter sich, war damals in einer Regierungsbeteiligung mit dem BZÖ, hatte Minister, hatte einen Club, hatte eine Akademie damit, ja, das fällt jetzt alles weg. Mhm. Und Haider hat sich schon 2005 trotz dieser eher positiveren Parameter und Grundgegebenheiten dann sehr, sehr schwer getan, das BZÖ zu etablieren. Und hier haben wir jetzt ja Heinz-Christian Strache, der natürlich nach wie vor viele Fans hat, das steht außer Streit, aber der über all diese Parameter nicht verfügt, sondern ein einziger Ankerpunkt, den er hat, der ist dieses Mandat von Philippa Strache. Wenn man so weit denkt, dass er eine eigene Liste gründet, ich glaube das ja eher auch nicht. Mir tut auch menschlich leid, muss ich ehrlich sagen, weil man nicht vergessen darf, dass das Ibiza-Video eine kriminelle, einen kriminellen Hintergrund hat und ganz klar mit Leuten hier gearbeitet wurde, die dem Schwerverbrechermilieu zugehörig sind. Ich bin schon sehr gespannt, was da noch alles ans Tageslicht kommen wird, welche Verstrickungen. Manches hört man da, das wird noch sehr, sehr interessant werden. Welche Chancen würdest du denn, sollte es zu so einer Strache-Partei kommen, aber welche Chancen würdest du ihr denn geben? Wo könnte sich die befinden? Es gibt ja knapp 17%, die sagen, wäre wählbar für sie.
Das sind mehr als derzeit die FPÖ wählen. Wo siehst du so eine potenzielle Strache-Partei? Wie viele Stimmen könnte die, sagen wir jetzt einmal, die würde bei der Wienwahl 2020 antreten, wie viel könnte die der FPÖ wirklich wegnehmen? Da muss man dann vom Minimalziel reden. Prinzipiell wählbar überrascht mich der Prozentsatz nicht. Es wäre schon ein Riesenerfolg bei der Wienwahl, wo man am ehesten noch Chancen hätte, bei der Wienwahl den Einzug zu schaffen. Auch der 5% in Wien dafür, ja. 5%, das ist das wäre theoretisch möglich. Ob sinnvoll ist in seinem Sinne, im Sinne der FPÖ und der Freiheitlichen Partei, sei dahingestellt. Ich halte es insgesamt nach wie vor für eher unwahrscheinlich, dass er es macht. Also du glaubst nicht daran, dass er es macht? Ich glaube nicht, dass er es macht. Nein. Wie siehst denn du generell derzeit die FPÖ? Du kennst die Partei aus der Vergangenheit ganz gut. Mittlerweile bist du ja ein Beobachter des Ganzen. Wie siehst du denn das, was sich da derzeit abspielt zwischen der FPÖ und dem Strache, innerhalb der Partei, zwischen Hofer und Kickl? Herrn Buchner mischt noch ein bisschen aus Oberösterreich mit. Wie fällt deine Analyse aus? Sie ist natürlich in einer schwierigen Situation aufgrund des Nationalratswahlergebnisses, das an sich aber auch nicht unerwartet kam, das muss man schon sagen, denn was ja in Wahrheit dann auch der FPÖ das Genick gebrochen hat bei dieser Nationalratswahl, war die Spesenaffäre, formulieren wir es einmal so, war die Spesenaffäre und nicht das Ibiza-Video. Das Ibiza-Video hätte man noch verkraftet, die Spesenaffäre war dann einfach zu viel. Und da ist es schon sehr, sehr auffällig. Nicht erinnern wir uns, 10 Tage vor der EU-Wahl kam das Ibiza-Video, genau 10 Tage vor der Nationalratswahl taucht diese Spesenaffäre auf. Kann man sagen, das ist Zufall. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Umso spannender wird es sein, herauszufinden, was da dahinter steckt. Und auch, muss man sagen, abzuwarten gilt die strafrechtliche Relevanz, so fair muss man sein, weil, vergessen wir nicht, genau die gleichen Vorwürfe hatten wir 2002 bei der Ries-Bassa, wie sie Vizekanzlerin war in Knittelfeld, basierte von Handtaschen über genau die gleiche Kategorie. Das gleiche hatten wir 2005 mit Haider. In beiden Fällen gab es strafrechtliche Ermittlungen. In beiden Fällen ist bei diesen Spesenvorwürfen strafrechtlich nichts herausgekommen. Das muss man auch bei dieser Geschichte jetzt abwarten, weil ja auch dieser Bodyguard oder Leibwächter oder was der da war und der da als de facto Kronzeuge auftritt, der mehr als zweifelhafte Figur und Rolle spielt. Sonst denke ich, dass die FPÖ in einer Abwarteposition ist. Ich schließe eine Regierungsbeteiligung nicht gänzlich aus. Wenn ich heute lese, dass die Grüne Sigi Maurer geschäftsführende Clubchefin wird der Grünen, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen für Türkis-Grün. Das heißt, ich glaube, hier setzen beide Seiten vor allem auf Zeit. Die FPÖ braucht auch diese Zeit, um die von dir angesprochenen, die Unruhe beiseite zu räumen und wieder Ruhe reinzubringen und dann schauen wir mal weiter. In der Politik geht es oft ganz, ganz schnell. Wir müssen uns auf alle auch sehr schnell mit neuen Konstellationen, die entstehen, ist nur ein längerer Prozess, der uns da bevorsteht. Wie nachhaltig ist die FPÖ denn deiner Meinung nach beschädigt? Wir haben jetzt die Nationalratswahl gehabt, wo sie massiv verloren hat. Wir hatten jetzt die Vorarlbergwahl, wo sie 10% verloren hat. Jetzt kommt die Steiermarkwahl als nächstes, dann im Jänner gleich die Burgenlandwahl und dann eben die Mutter aller Wahlschlachten, die Wienwahl im Herbst. Wie lange wird sich die Krise noch fortsetzen und bis wann wird sich die Partei deiner Meinung nach und wird sie sich überhaupt in naher Zukunft erfangen? Na, man muss da an alle appellieren und ausrichten, auch an diverse Ländervertreter und jetzt nur nicht die Panik kriegen und die Nerven verlieren. Ja? Es besteht jetzt kein Grund dazu, wie es jetzt teilweise passiert, alles komplett in Frage zu stellen. Und alles als falsch zu bezeichnen. Die FPÖ hat einen langen Erfolgsweg hinter sich, von 2-3% zurück auf 26-27. Und das, was jetzt den Absturz ausgelöst hat, waren die Dinge, die wir gerade besprochen haben, Ibiza und die Spesenaffäre. Das heißt jetzt nicht, wie manche glauben, dass die gesamte Kommunikation falsch aufgestellt ist oder was auch immer. Ja? Also lass mal die Kirche im Dorf. Das ist ein Erdbeben gewesen. Ein Erdbeben dauert ein paar Sekunden. Die Schäden sind oft
groß, da muss man die Häuser wieder aufbauen, das braucht ein bisschen Zeit. Aber das ist jetzt kein Grund, jetzt die gesamte FPÖ auf den Kopf zu stellen. Ne? Das würde ich eher der SPÖ empfehlen. Ich habe sogar, bitte schauen Sie, meine Damen und Herren, einen roten Kugelschreiber mit einem roten Solidaritätskugelschreiber. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt für die SPÖ bin, sondern dass ich Mitleid habe mit dieser Partei, was dort derzeit abgeht. Ne? Da muss man schon fast Mitleid haben. Im Bundeskanzler Kern damals. Wäre es dann besser gegangen? Nein, aber ich habe es ja jetzt auch, diese neue, dieses schwierig wird es dann, und daher auch der Appell an die, bei jeder Parteikrise ist es wichtig, Nerven zu bewahren und die Dinge intern zu diskutieren. Ne? Das, was wir hier bei der SPÖ erleben, ist einfach ein, ja, ist eine schlechte Soap-Opera, wo jeden Tag irgendeine neue Intrige und irgendeine neue Geschichte auftaucht. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Pamela Rendi-Wagner bei aller persönlichen Wertschätzung, die ich habe, sehr sympathische Erscheinung, hervorragende Frau, tolle Ärztin, als Parteichefin nicht geeignet. So offen muss man sein. Spätestens nach der Steiermark-Wahl werden dort auch die Dinge ins Rutschen kommen. Ich komme selber aus der Steiermark, da wird für die SPÖ, schaut es nach einem Debakel aus, damit rechnen alle. Und dann geht es erst richtig los. Und dann ja, kommt natürlich auch bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene ein neuer Drive hinein, meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt, daher setzt Kurz auch auf Zeit, sagt bewusst, das wird dauern. Man muss abwarten, wie stabil sind die Grünen. Ja? Das Problem. Glaubst du an Türkis-Grün? Ich bin gerade dabei. Das Problem ist ja nicht der Werner Kogl in der ersten Reihe. Ne? Der ist ja einer, der Handschlagsqualität hat, mit dem man auch durchaus arbeiten kann. Das Problem ist die zweite, dritte Reihe und die links-linken Fundis, ja, und es ist nur 5 Mandate Überhang. Das heißt, wenn da der Club bricht, wenn da ein paar Mandatare wegbrechen, bei Abstimmungen ist die Mehrheit weg. Das heißt, eine äußerst riskante Konstellation. Daher glaube ich, wenn diese Konstellation kommt mit den Grünen, dann am ehesten in einer Dreiervariante, nämlich Türkis, Grün, Neos, um eine größere Regierungsmehrheit im Nationalrat zu haben, weil die fünf grünen Überhangsitze für diese Mehrheit, wenn man die Grünen kennt, nicht gerade viel sind. Bei der SPÖ muss man abwarten, was nach Rendi-Wagner kommt. Das werden wir spätestens, ab November wird es da losgehen, nach der Steiermark-Wahl und was insgesamt passiert. Und bei der FPÖ ist es das Gleiche. Was ich auf alle Fälle nicht sehe, das können Sie mir auch glauben, ist diese Flügelkämpfe zwischen Kickl und Hofer. Die bilden eine Doppelspitze, die ziehen an einem Strang. Daher halte ich da auch für alles offen, was dann vielleicht doch wieder Neuauflage von Türkis Blau betrifft. Auf welche Koalition? Wenn ich ins Wettbüro gehen würde, würde ich einen 50er auf Türkis Blau setzen und einen 50er auf die Dreier-Variante. Mit einer der zwei wird man gutes Geld machen. Türkis Rot gab es nicht da. Türkis Rot sind die Gräben einfach doch dann zu groß. Mhm. Aber ich halte diese zwei Varianten, nämlich die Dreier-Variante und Türkis-Blau am wahrscheinlichsten. Und die, über die jetzt alle schreiben, nämlich Türkis-Grün alleine, für eher unwahrscheinlich. Mhm. Abschließend noch zu Stefan Petzner persönlich. Was für Projekte verfolgst du denn derzeit? Nach Dancing Stars ist es ja zumindest medial ein bisschen ruhiger um dich geworden. Du hast dich ja auch, glaube ich, bewusst ein bisschen zurückgenommen, um da auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber was macht Stefan Petzner derzeit eigentlich, wenn er nicht im OE24-TV-Studio sitzt? Es kommt ja neue Dancing Stars-Staffel im Frühjahr 2020. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wer da alle teilnehmen wird. Bist du wieder dabei? Ich habe ja das. Da wäre ein Hit, oder? Wenn du ein Comeback feierst. Ich werde auf alle Fälle nicht mehr Hit tanzen. Bin aber gespannt, ob es ein ähnlicher Erfolg wird. Ja, also ich hoffe, der OF lässt sich ein paar Neuerungen einfallen. Es ist, glaube ich, doch schon die 12. oder 13. Staffel. Wird spannend. Vielleicht gibt es die eine oder andere Neuerung. Ich würde es dem ORF raten, im Sinne eines Quotenerfolges. Das andere ist das letzte Mal, wie ich bei euch zu Gast habe. Ich kann mich genau erinnern, habe ich gesagt, es wird einer der schmutzigsten, grauslichsten Wahlkämpfe aller Zeiten werden. So ist es auch passiert. Heute prophezeie ich hier und sage ich hier, dass es noch in diesem Jahr, was haben wir jetzt, Oktober, ja, gibt es was Neues. Also wird Stefan Petzner was Neues machen. Das heißt beruflich was Neues oder was kommt da? Gehen wir neue Wege, sagen wir so. Okay, na gut. Mehr will ich noch nicht verraten. Gespannt, aber geht in Richtung Entertainment oder?
Ich komme dann wieder zu euch und ich werde es bei euch wieder ankündigen, wie immer alles exklusiv okay. Bei euch verkündet. Gut, na, wir freuen uns auch. Danke, Stefan. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück auf OE24 TV.